Jo Leute, ich bin's wieder, Dave von der Kanokrill, und herzlich willkommen zurück hier bei der Auflösung des Ostereier-Gewinnspiels. Ja, viele von euch haben mitgemacht, das hat mich wirklich gefreut. Wir haben tatkräftige Unterstützung von euch erhalten und es gibt auch einen Gewinner, welchen ich zu Ende bekannt geben möchte. Doch zunächst werde ich euch die Auflösung des kompletten Gewinnspiels mit Bildern vorstellen, weil ich denke, das haben alle verdient, die mitgemacht haben, zu wissen, wie es eben richtig aufgelöst hätte werden sollen. Und es haben auch zwei, drei geschafft, jedoch gab es nur einen, der eben am allerschnellsten war, welchen ich, wie gesagt, euch zu Ende bekannt geben würde. Also, fangen wir einfach mal an. Wir befinden uns hier auf der Kanalseite von der Kandorkrille. Die erste Frage lautete wie folgt. Ach, das waren noch Zeiten. Damals, als unser erstes Hauptprojekt das Licht der Welt erblickte. Wann war das noch gleich? Hierzu sollte man wissen, dass unser erstes Hauptprojekt der MFU Walksu war, was allerdings, glaube ich, auch nicht so schwer zu erraten war. Folglich klicken wir als nächstes unten bei den Playlists auf den Monster Hunter Film Nightbox, indem wir etwas nach unten scrollen. Nun haben wir hier die erste Folge. Hier ist ja alles ordentlich gepartet und sortiert. Hier sehen wir MFU Walksu 001 Part 1 von 3, der Anfang. Dazu klicken wir einfach den Link in einem neuen Tab öffnen oder einfach normal draufklicken, wie ihr wollt. Ich wollte halt nicht, dass dieses Grundmodell weggeht und kommen eben zum ersten Teil des MFU Walksus, der damals noch mit Unregistered Hypercam 2 aufgenommen wurde und insgesamt schon 54.885 Aufrufe. Juhu! Unten sehen wir dann hochgeladen von der Kantokrille am 27.08.2009 und das war auch die Lösung dieser Frage. Kommen wir zur nächsten Frage. Endlich war auch der Prinz mit an Bord. Welchen Wüstenriesen mussten wir dann nochmal bekämpfen? Ja, ich habe eben auch in dem Erklärungsvideo zum Ostereier-Gewinnspiel gesagt, ihr sollt besonders gut auf den Wortlaut achten. Oft habe ich nämlich Questnamen und so weiter in die Fragen eben der Ostereiersuche mit reingepackt. Hier eben auch den Wüstenriese. Dazu geht ihr wieder einmal eins zurück, beziehungsweise schließt den Tab und geht in die Playlist MFU Walksu, scrollt nach unten, bis ihr den ersten Gilde-Part findet. Und der heißt dann auch gleich der Wüstenriese Hermitauer, damit ihr euch da ganz sicher sein könnt. Kommen wir zur nächsten Frage. Monster Hunter 4, was soll das für Käsekuchen sein? Wann kam noch gleich die News dazu? Ja, hierzu musstet ihr einfach wieder eins zurückgehen, wart dann hier wieder im Menü des MFU Walksus und konntet rechts einfach News of the Week direkt anklicken und dort einfach die Folge suchen, die Monster Hunter 4 hieß. Da steht dann auch gleich im Titel das Datum dabei, also der 18.09.2011, und somit war diese Frage auch gelöst. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, die alten First Mate Synchros mit Aki. Damals, als noch rote Blitze vom Himmel zuckten, da fällt mir ein, was war noch gleich Daves ultimative Monster Hunter Regel Nummer 43? Ja, dazu war es eigentlich wieder mal nicht allzu kompliziert, was man tun musste. Einfach rechts auf der Playlist der First Mate Synchros klicken, dann etwas da unten scrollen und man findet eine First Mate Synchro mit dem Namen MFU First Mate Synchros Part 1 von 2 Roter Blitz, Violette Klinge. Hier kommt nochmal natürlich die Frage zum Tragen, weil hier eben steht, damals als noch rote Blitze vom Himmel zuckten. Das war natürlich wieder ein kleiner Tipp für euch, dass ihr eben diese Folge anschauen müsst. Und da war es dann auch gar nicht schwer, denn schon bei 1 Minute 27 habe ich die Lösung gesagt. Also alles ganz einfach. Es war nämlich Lanze ist nur im Team gut und Gunlands ist nie gut. Natürlich Mumpitz, aber es war, dachte ich, eine ganz interessante Frage. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Gamescom mit euch war klasse. Was ist Dave da laut Albert nochmal in seinem Interview? Ja, Interview in Anführungszeichen, da es ja kein wirkliches Interview war. Und es war natürlich zu beachten, was ich da laut Albert esse, nicht was ich da in echt esse, weil es konnte natürlich keiner wissen und ich selber wusste natürlich auch nicht mehr, wie das genau hieß. Irgendein asiatisches Zeug jedenfalls. So genau war es nicht. Es war einfach nur wichtig zu wissen, was ich da laut Albert esse. Und das sagte er ja deutlich in meinem Interview in Anführungszeichen. Dazu musstet ihr einfach wieder eins zurückgehen auf den Kanal, in der Playlist-Ansicht einfach On Tour auswählen.
Hier seht ihr auch schon, Nummer 17 in der Playlist war Gamescom 2011, Folge 4, sehr kurz Interview Dave. Da musste man eigentlich dann schon erkroschen gefallen sein und man wusste, das ist es, draufgeklickt. Und ihr kommt eben zu diesem Interview, wo dann Albert sagt, und Dave ist da gerade den Scheiß, glaube ich, den ich nicht essen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob er genau das sagt, aber es ist in diesem 10-sekündigen Video gut zu hören. Nächste Frage. Monster Hunter Tri war ein tolles Spiel. Dave hatte dem alten Dorfchef eine ganz besondere Stimme verliehen. Von welcher bekannten Cold Mirror Figur wurde er dabei inspiriert? Ja, das war eigentlich auch nicht so allzu schwer. Die meisten von euch werden Cold Mirror kennen. Für die, die es nicht kennen, habe ich nochmal eine Speziallösung hier vorbereitet. Zunächst musstet ihr auf jeden Fall hier wieder eins zurück und dann hier den Monster Hunter Tri Walkthrough bei den Playlists auswählen. Nun gab es unzählige Folgen, die ihr hättet anschauen können, aber ich nehme mir einfach mal Monster Hunter Tri Walkthrough 78, rette das Dorf Morga, weil man da hundertprozentig mit dem Dorfchef reden muss. Und dann hier auch schon bei 0027 erwähne ich es, dass wir mit Dorfchef alias Fresh D reden. Da muss dann schon die Grosche fallen und sagen, okay, Fresh D ist auf jeden Fall nichts, was mit Monster Hunter zu tun hat. Und wer denn dann sowieso nicht ohnehin schon kennt, was ich eigentlich annahm, dass dann die meisten es spätestens dann wissen, dass es eine Cold Mirror Figur ist. Für die habe ich hier noch die Extra-Lösung vorbereitet, indem ihr einfach oben einfach mal Cold Mirror eingibt, dann auf den Kanal geht, Fresh D eingibt und dann seht ihr auch schon, dass hier jede Menge Sachen mit Fresh D zu finden sind. Hier Fresh D TV, Shirt-Werbung, Fresh D und seine Homies an der Seite im Kanalbanner Fresh D, Fresh D, Tumbal, Uriah, Butler und so weiter sind hier auf ein neues Fresh D-Album, Dumble, Core vermutlich. Ja, ihr seht schon, auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten. Kommen wir zur nächsten Frage. Monster Hunter Tri Online war teilweise echt zum Heulen komisch. Welche Expedition hatten wir selbst im zweiten Anlauf nicht geschafft? Hierfür musstet ihr einfach wieder auf den Kanal gehen und oben bei der Suche einfach Expedition eingeben. Hier kommt nochmal zum Tragen, dass ich am Anfang sagte, ihr sollt genau die Fragen lesen. Nachdem ihr Expedition eingeben habt und die Suche aktiviert habt, findet ihr nur ein einziges Ergebnis. Das ist der Monster Hunter Tri Walkthrough 44, die verschwundene Expedition. In dieser sterben wir zweimal bzw. schaffen es selbst auf den zweiten Versuch nicht, das Monster zu fangen, da wir es zum zweiten Mal töten. Nächste Frage. Prinz Albert und Monster Hunter Freedom 1, das kann ja nur gut werden, wenn man den dann 12 Leerzeichen auf dem Rücken trägt. Ja, das war eigentlich meiner Meinung nach eigentlich eine relativ einfache Frage. Viele von euch sind daran gescheitert, ich weiß nicht ganz warum. Aber wir schauen einfach mal, wie es ging. Und zwar mussten wir einfach wieder auf Vakantokrille und gab oben einfach Monster Hunter Freedom 1 sein. Da wir bisher nur ein einziges Monster Hunter Freedom 1 Video haben, sollte das nicht allzu schwer zu finden sein. Und man findet es auch gleich auf der ersten Seite hier, Vakantokrille Sunkus. Man sieht schön am Thumbnail hier den Hintergrund von Monster Hunter Freedom 1 mit dem Monster Freedom 1 Rathalos und Albert. Also das muss schon mal das richtige Video sein. Draufgeklickt und schon ab 0:28 sehen wir, was trägt denn Albert auf dem Rücken? Den Stachelspeer. Wenn man jetzt die Zeichen zählt, wird man feststellen, dass es genau 12 sind. Genauso viele, wie ich eben bei der Fragestellung erfragt hatte. Und somit ist diese Frage auch geklärt. Nächste Frage. Frage 9. Immer dieser Felix. Wovon handelt denn auch gleich seine dritte Synchro auf der Kantergrille? Ja, an dieser Frage sind so ziemlich die meisten gescheitert. Warum ist mir bis heute nicht ganz klar, denn man muss im Prinzip nur lesen können dafür. Aber schauen wir, wie es das Ganze ging. Zunächst seid ihr wieder auf den Kanal gegangen und habt einfach Drago Killer Synchros eingeben. Hier geht es um Synchros auf Akantokrille, nicht bei Felix, bei Akantorix, bei Let's Play MFU oder sonst irgendwo, sondern nur auf Akantokrille. Wer natürlich jetzt hier um Felix Synchros eingeben hat, müsste aber schlussendlich zum gleichen Schritt gekommen sein. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es sollte eigentlich klar sein, dass die Synchros Drakeler Synchros heißen. Dazu muss man nur etwas auf dem Kanal nach unten scrollen und man wird hundertprozentig eine finden, die so heißt, mit Felix als Thumbnail. Also so schwer war das Ganze nicht. Also gibt man hier in die Suche bei Akantokrille Drakeler Synchros ein und man findet 15 Ergebnisse, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Es können auch mehr sein, aber es ist jedenfalls alles auf einer Seite gelistet. YouTube konnte, als ich das Gewinnspiel angefangen hatte, noch oben einstellen, älteste zuerst anzeigen und sowas. Das geht jetzt nicht mehr, jetzt man automatisch die neueste anzeigt. Also einfach alles bis ganz runter scrollen, hat im Prinzip nicht viel daran geändert. Und man sieht, die erste Synchro von ihm war noch in Monster Hunter Pop Assert, sowie die zweite auch. Und die dritte war dann eben über
Monster Hunter Portal Sword HD, beziehungsweise wie ist Monster Hunter Portal Sword HD? Und man sieht schon die älteste 9 Monate, die zweitälteste 8 Monate und die drittälteste, welche eben gefragt war, vor 6 Monaten. Hierbei hat er noch einen Dämonsch, manche haben das dann beides geschrieben, das war ganz gut. Also hier, er führt einen Dämonsch und es geht darum, wie ist Monster Hunter Portal Sword HD? Schlussendlich war nur das letztere gefragt, aber war auf jeden Fall richtig und nicht allzu schwer, wie ich finde. Nächste Frage. Die richtige Waffennutzung ist ein wichtiges Thema für Jäger. Wie viele Blitzbomben verwendete Dave nochmal, als er das längste aller Schwerter erklärte? Ja, hierzu musste man einfach wieder auf den Kanal und die Monster Hunter How to Use Playlist anwählen. Dann hier das LS auswählen, weil das längste aller Schwerter ist natürlich das LS. Wie es auch schon heißt, das Langschwert, so schwer sollte das nicht gewesen sein, dieses kleine Wortspiel. Wählt das LS an und man schaut sich das Video an oder spult, wenn man es schon kennt. Eben bis zu etwa 5.04, wo man dann sieht, ich habe noch eine Blitzbombe, die andere habe ich schon, mich schon verpulvert gehabt. Man kriegt nämlich zwei Vorwärtsblitzbomben, nichts anderes bekommt man hier drin. Und dann ist hier eben die Ratian, ich werf die letzte Blitzbombe, somit hatte ich insgesamt in der Quest zwei Vorwärtsblitzbomben verpulvert. Ihr musstet nicht zwingend Vorwärtsblitzbomben schreiben, normal Blitzbomben hätte auch getan. Jedenfalls war das das ganze Mysterium, das Ostereigenspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nicht so einfach, die ganzen Fragen rauszufinden. Ich habe mich durch Playlists gewühlt. Und jedenfalls hat auch jemand gewonnen. Und das ist ein guter Wörter Hunter namens Felix. Also nicht Felix Drago Killer und so, sondern anderer Felix, welcher mir die Lösung direkt über Facebook wenige Stunden nach dem Erscheinen des Gewinnspiels lieferte, alles perfekt erklärte und es war alles korrekt. Und weil er der Erste war, der alles korrekt hatte, hat er ihn gewonnen. Sein Kanal heißt Fox Let's Play 100. Ich werde ihn euch jetzt einblenden und die Synchro mit ihm wird in wenigen Tagen kommen. Beziehungsweise in der nächsten Woche, wie ich schätze. Also, ich bedanke mich fürs Mitmachen. Grundsätzlich ging es ja darum, dass viele mitmachen. Das hat mich gefreut, dass viele mitgemacht haben. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao!